Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Kona für die Switch. Und wie man sehen kann, befinden wir uns immer noch in Jills und Giselles Haus. Ich würde sagen, das hier. Ich würde sagen, das hier ist. Giselle? Habt ihr mal? Und. Warum gehe ich denn so merkwürdig langsam? Oh, deswegen. Ja, und wo eigentlich der K, also der Freund ist, wissen wir gar nicht. Gehen wir mal draußen rum, ein bisschen gucken, vielleicht finden wir ihn. Hier ist nochmal Holz, das nehmen wir gleich mal mit. Bin mir nicht sicher, wie viel man Holz man braucht, aber ist, glaube ich, immer ganz gut, ein, zwei Sachen dabei zu haben. So. Muss ja auch irgendwo hier rumlungern. Ich bin bestimmt auch tot, aber finden wir ihn ja trotzdem, dass er hier irgendwo liegt. Er sitzt. Also das ist die Frau, wie man sieht. Oh, können wir mal Bilder machen. Voller Schrecken hier runter. Da ist ja auch irgendwas hier unten. Wir gehen auch mal da runter. Warte gucken. Karte. Wo ist die Karte da? Ja, weiß nicht. Richtig viel sehen tun wir hier nicht. Oh, lädt auf jeden Fall nach. Da schwimmen wir auf dem richtigen Weg. Oder auf dem falschen. Weiß man natürlich nicht. Da sind noch mehr von diesem Eis. Und ich würde sagen, da ist ihr Mann. Wenn er das ist. A shiver ran down Carl's spine as he glanced over another body trapped in ice. Indeed, the scene was quite chilling. Carl felt familiar shivers going down his spine, and he was back to the realm of visions. Okay, also hier sind wir über Spuren. Was ist das denn da? Das kann kein Wolf getan haben. Okay, wir gehen mal den Spuren, folgen mal den Spuren. Lass mich mal ein Feuer, das ist schon mal gut. Feuermarke. Oh. Wo läuft er? Das war doch gerade ein Wolf, oder nicht verkehrt? Da liegt was. Geheimnisvolles Tagebuch. To all appearances, this was a hunting log. Better yet, a war diary. Das Biest schläft gerne lang. In seinem Bau kann man so gut wie nicht eindringen, überall ist Eis. Ich muss geduldig sein und darauf warten, dass er sich zeigt. Ich muss wie ein Jäger denken. Das Biest greift häufig die Siedlung am See an. Es versetzt die Weißen in Angst und Schrecken. Sie können es nicht nie kommen sehen, aber sie fühlen seine Gegenwart. Wie eine eiskalte Hand, die sich um die Eigengeweide legt. Das Biest stachelt die Wölfe an und macht sie aggressiver. Einer von ihnen hat mich angefallen. Ich muss ihm die Kehle durchschneiden. Als meine Klinge in sein Fleisch fuhr, klang es wie beim Durchtrennen eines gespannten Drahtseils. Das Biest nähert sich den Menschen immer mehr. Es geht nachts auf die Pirsch und wird stets vom starken Schnee und heftigen Wind begleitet. Ich habe versucht, seine Fährte aufzunehmen, hatte aber keinen Erfolg. Ich kenne den weißen Mann in dem Eisblock nicht. Aber eins ist ganz sicher, das ist das Werk des Biestes. Seine Angriffe lassen das Blut seiner Opfer gefrieren. Die Weißen kennen sich mit dieser Naturgewalt nicht aus. Ich habe das Eis angefasst, in dem der weiße Mann steckt, und ich habe Dinge gesehen. Aber ich habe sie nicht verstanden. So wie ich. Nur mehr Spuren. Was ist das? What could these engraved numbers mean? 739. A fresh path suddenly appeared before Carl. Okay. Wolfsspuren. Oh. Oh, da sind mal viele Wölfe gewesen. Ja. Wir folgen den Spuren mal. Ein Truck. Ah. The vision slowly faded away, like an icicle melting in the palm of your hand. Ach, Carl, das ist der Typ. Back in the real world, now knew who the icebound man was. Gilles Lachance, the general store's manager himself.
Okay. Wie weg? Immer noch mehr. That had to be the worst parking job ever. Who was Carl to judge, though? It may be customary to park like that around these parts. Or not. Ich glaube, wir gehen mal zum Haus zurück. Ein ganz schönes Stückchen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass diese Kette, die Zahlen, vielleicht was mit dem Safe zu tun haben. 739. Aber es müsste auch noch ein Buchstabe dabei sein, eigentlich. Das ist ein bisschen komisch. Wo ist denn das Feuer hin? Häng nicht aufs Feuer zu? Ach. Ich will immer die Karte nach unten aufmachen, weil ich es irgendwie vom irgendeinem anderen Spiel gewohnt bin. Ja, wir gucken mal auf die Karte. Noch so zum Haus laufen ohne. Immer auch. Hier ist die Feuerstelle. Machen wir jetzt aber kein Feuer an. Wir laufen direkt zum Haus. Das sollte machbar sein. Ohne dass wir gleich sterben hier. Da geht es auch schon wieder hoch. Guck mal. Okay. Und da haben wir auch einen Ofen angemacht. Dann können wir uns da aufwärmen. Krass. Echt krass irgendwie gerade. Was da so abgeht. Gut, also wir kommen den Sachen näher, aber es hat ja nicht nur was mit dem Mord jetzt zu tun. Wir klären wahrscheinlich auch auf, woher diese eingefrorenen Menschen kommen. Ich meine, wir haben ja noch jetzt eigentlich nur einen Lebenden gefunden. Oder der verrückte Typ in seiner Hütte. Und der Frau geht es ja anscheinend auch nicht so gut, wie man sieht. Wir gehen trotzdem nochmal rein. Hier sind wir warm. Gut, also, gehen wir nochmal zu diesem Safe. Ah, A, B, C, D, E, F, G, H, J. Und das geht von 0 bis 9. Aber 739 waren die Initialen beim Dings. Gucken wir nochmal, was haben wir denn alles aufgesammelt an Informationen? Gehen wir kurz rein. Das ist gut. Mord in Hamilton. Okay, das haben wir klar. Nein. Oh. Dann will ich ein bisschen. So. Also. Biografien. Karl Favor, William Hamilton. Ne, warte mal. Hier müssen wir kurz gucken. Der Fall von Realismus. Heiliges Geheimnis. Ja. Mord an Hamilton. Mord an Hamilton, junge Frau. Da war doch hier. Das Gilles. Gilles Lange, männlich. Choroston, oder wie der immer noch heißt. Keine Ahnung. Okay. Gut, also richtig viel finden wir da nicht raus. Aber vielleicht haben wir ja nicht irgendwo Notizen, da Dokumente. Also, was haben wir da? Da ist irgendwie das die Kette, das war 739. Da oben steht irgendwas drauf. Ist kein Buchstabe oder so, ne? Nee. Okay, warte mal. Dann gehen wir nochmal hier runter, Dokumente. Da haben wir auch so ein Jills Fotografie, Isabel, Umschlag. Nachricht von Jills. Nachricht von Jill ist auch gut. Wissen Sie, was ich habe? Ein Kratzen im Hals. Hochachtungsvoll. Okay, das ist der. Okay, das ist der Typ, der natürlich zu Hause geblieben ist. Was ist denn noch? Geheimnisvolles Tagebuch. Artikel über den Laden. Jills Tagebuch. Gucken wir hier mal rein. Vielleicht hat sie hier irgendwas so. Als ich zum ersten Mal. Hamilton. Hier die ganzen komponierenden Dokumente. Auch nichts Tolles drin. Haben wir noch gefunden. Regence. Brauche ich nicht. Artikel über den Laden. Artikel über den Laden. Artikel über den Laden. Auch nicht schlecht. Der von Bertrand Lachard vor 20 Jahren eröffnete Gemischtwarenladen. Also wir könnten natürlich mal versuchen, die Initialen von Jill zu benutzen. GL. Machen wir jetzt einfach mal. Und. So.
Also wir gehen auf G und dann was, okay. Und dann war es 739, ne? 3. 9. Das war's nicht. Der Vater hieß Bertrand. Versuchen wir es mit dem Vater. Wir können natürlich auch einfach alle Buchstaben durchprobieren. Fangen einfach mal bei A an. Und dann gibt es 7, 3, 9. Nee. Mit dem nächsten Buchstaben. Jetzt sind wir. Also G hatten wir ja schon, können wir B auf jeden Fall nehmen. B. Dann war es 7, 3, 9. 7, 3, 9. Aha! Gut. Also könnte mit seinem Vaters Namen zu tun haben, Bertrand. Oder ist es einfach nur Zufall? Das ist, heißt. Kompromittierende Dokumente. William Hamilton ist ein Downer. Er erpresst jeden hier im Dorf, mich eingeschlossen. Wie der berüchtigte Seraphine Potiret. In diesen Dokumenten sind Beweise für alle Bestechungszahlungen von Hamilton an offizielle Behörden enthalten, mit denen er sich seine verdammte Mine unter den Nagel gerissen hat. Die Tatsache, dass er mit seinen Schergen Angst und Schrecken hier im Dorf verbreitet, mag das Gericht in Montreal nicht überzeugen. Aber dass er Regierungsmitglieder bestochen hat, wird mit Sicherheit ausreichen. Ich kann mir schon ausmalen, wie sich das Ganze auf den Titelseiten macht. Die Fremden sind alle gleich, wir werden siegen. Geschrieben in anderer Tinte. Hamilton ist nicht nur ein Gauner, er ist auch ein Mörder. Ich nehme ihm seine Reue nicht ab. Ich glaube fest daran, dass er für sein Verbrechen bezahlen wird. Ich glaube nicht an die Magie der Indianer, aber ich glaube an die Rache. Okay. Gut. Mehr war da nicht drin. Schade eigentlich. Ja, was ist denn hier? Rahmen umdrehen. Bertrand Lechon, 19. Okay. Ist das nicht so viel? Okay, gut. Ich würde sagen, wir machen uns einfach auf den Weg zum nächsten Haus. Nicht verkehrt. Nö, machen wir uns auf den Weg zum nächsten Haus. Wo steht unser Auto? Ah, langsam Nacht hier. Genau, da ist unser Auto. Mal hindrehen. Und. Oh, los geht's. Die Kamera, die holt immer wieder raus, ne? So, lass uns zu unserem Auto laufen. Die Lichter von unserer Karre. Gut, das war das erste Haus. Dann können wir jetzt ja nochmal das andere Haus suchen, das nächste, was kommt. Um mehr rauszufinden hier. Gut, das nächste Haus ist ja auch nicht so weit. Da ist noch eine Höhle da hinten, die sehe ich jetzt erst. Die sich gerade eben erst aufgetan. Die Höhle durchsuchen wir jetzt nicht. Wir durchsuchen erstmal das nächste Haus und dann zur Höhle. Würde ich sagen. Ich glaube, das ist das Einfachste. Oder das Einfachste nicht, aber vielleicht das Sinnigste. Los geht's. Da führt auf jeden Fall ein Weg hin zum Haus, wie man sieht. Hier. Hochfahren. Man geht nach. Schon mal gut, dass wir in die richtige Richtung gehen. Ich sehe gar nichts. Probiert. Oh. Haus der Familie Bedan. Wir halten mal an. Aus. Hoffentlich leben die jedenfalls mal. Es ist immer schade, wenn alle sterben hier. Wenn es nur Tote gibt. Man weiß es nicht. Nichts drin. Mal rein. Carl was no burglar. He didn't need to resort to petty techniques such as window breaking to find his way in. A good detective simply looks for keys, where gullible souls hide them. Okay, also müssen wir gucken, ob wir einen Schlüssel finden. Vielleicht unter einer Fußmatte. Oder vielleicht hier unter so einem Blumentopf. Kann natürlich auch sein. Gucken wir erstmal unter die Fußmatte. Können wir nicht. Blumentopf? Anscheinend auch nicht. Okay, wenn wir hier draußen ein bisschen rumgucken. Aber warum sollte man hier hinten einen Schlüssel hin tun? Vielleicht an der Garage. Ruhe zur Garage. Wo würde ich meinen Schlüssel hin tun, ist die Frage.
So, die Garage sieht wahrscheinlich aus wie die andere. Muss mal hier um. Warum sind eigentlich immer alle Radios hier an? Sind nie Menschen da, aber deren Radios laufen. Das läuft. So. A true Catholic always strives to keep lowly temptations at bay. Obviously, Carl thought, someone in this house wasn't doing a good job at upholding the Holy Bible's teachings. Nichts drin. Oh, Mist, Inventar ist voll. Das geht gar nicht. Das Metall können wir immer gebrauchen da. Pass auf, wir packen mal wieder ein bisschen was in unseren Truck rein, damit wir ein bisschen mehr Platz haben. Oder jetzt erstes mal machen. Denn da haben wir genug Raum, um Sachen abzulegen. Nehmen. Also wir legen da einfach mal natürlich nicht so viel Platz weg. Aber wir könnten da mal. Munition sollten wir schon behalten. Wer weiß, was noch kommt. So, wir machen mal, legen mal einen Hammer weg. Legen mal. Das ist echt schwierig. Erste Hilfekasten kommt auch da rein. Was denn, da behalten wir? Wir rennen können ein paar weg, oder? Weil die nehmen natürlich nicht viel Platz weg, leider. Das ist ein Platz weg. Okay, zwei Holzscheite sind weg. Mal gucken, dass wir natürlich genug Holzscheite nachher wieder noch haben. Aber für unterwegs reicht auch immer erst ein. Und mehr werden wir nicht anzünden. So, jetzt können wir hier auch ganz cooles Eisen nehmen. Was ist das hier vorne? Halten wir mal an. Bisschen heller hier und freundlicher hier. Aber Schlüssel haben wir noch nicht gefunden. Lass mal gucken, ob der hier irgendwo liegt. Das ist ein Hammer. Schon wieder ein Hammer. Also jetzt haben wir genug Hammer eigentlich, ne? Aber naja gut. Also lieber das Licht an. Hier ist noch die Flasche, die sind auch noch mit dem Alkohol da. Eine Flasche Bier. Also, wir haben hier noch keinen Schlüssel gefunden. Und könnte ja auch bedeuten, dass hier drin gar kein Schlüssel ist. Also, da müssen wir uns natürlich nichts vormachen. Was hier denn? Hier haben wir auch mit. Benzinkanister. Kann man immer gebrauchen. Eine leere Flasche. Wer weiß, ob wir nicht wieder irgendwas bauen müssen. Nehmen wir es uns lieber mal mitnehmen. Packen wir schon mal ins Auto. Also alles mitnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist. Sonst muss man wieder 30 Mal hinter. Oh, was ist hier denn los? An aging car was parked here. Carl could picture the notary's heavy sedan with a huge back seat large enough to fit the whole family. Ist er? Okay, also hier ist nichts mehr. Also packen wir ein paar Sachen hier rein. Und zwar den Kanister packen wir rein und den Hammer. Wieder ein bisschen Platz. Aber jetzt ist die Frage, wo wir den Schlüssel finden können. Lass mal hier ein bisschen rumgucken. Gibt hier garantiert einen Schlüssel? Hier irgendwie dumm hinterlegt wurde. Oder auch nicht. Ich hätte ja gedacht, also wenn ich den Schlüssel gehabt hätte, hätte ich ihn wahrscheinlich hier. Ach, guck mal da. Ja, siehst du? What was even the point of locking your door? If everyone hid their key in the same place? Carl was starting to feel like his investigator life lacked challenge. The house smelled like incense. The kind that reminds you of the good Lord, of peace. Im Fernsehen läuft nur Schnee. Da ist kein Kleingeld zu finden. Schade eigentlich. Steaks. Und zwei Steaks mit. Wir müssen bestimmt auch mal irgendwann was essen, ne? War nicht rumrum. Da ist ein Telefon. Ich kann mal jemanden anrufen. Ein Freiton, okay. Oh, hier sind Schubladen. Polaroids. Nix, Müll. Und Zünder. Weißt du, ob wir das Fleisch nicht irgendwo braten können? Oder auch nicht.
Oh. Der Fernseher ist auf der anderen Seite. Ja, komisch. Warum? Good Paul VI, appearing papal. His crooked fingers gave the impression he was about to bestow a miracle. Okay, hier geht's wieder raus. Das ist die Seitentür. Okay. Gehen wir nochmal rein. Die anderen Zimmer mal durch. Oh, hier liegt die Bibel, oder? Religion was very influential throughout Quebec many years ago. Indeed, it was surprising that Carl did not come across a single chapel since arriving here. Ist nicht so viel zu finden, ist das auch eine Figur. Who knew that giraffes thrived in the North Pole? The craze for toys was stupefying. Love of religion and ancestors was rooted deep inside the hearts of Canadians of old, to which the Bedards appeared to be closely related. Das war mal nicht schlecht. War echt verdammt dunkel hier, weil... Achso. Ah, das ist doch... Noch ein Lichtschalter, dass man das die ganze, in der ganzen Wohnung Lichter machen kann? Ja. War angenehmer. Das ist mit der Taschenlampe rumzulaufen. The family's mother must have spent her days washing the filth off her kids' diapers. Wie dunkel das immer wird, ne? Man geht kurz rein und jetzt ist richtig dunkel. Eigentlich ein bisschen quatschig, ne? Sylvies Tagebuch. The Bedards had vacated the premises. Carl gathered they would be of no help. Mein Überblick war nie Jean-Luc Stärke. Er wird niemals merken, dass er einfach nicht der Vater des Kindes sein kann, das ich in mir trage, aber... Kann ich da ganz sicher sein? Ich muss das alles geheim halten, bis die Zeit reif ist und alles sicher ist. Dr. Bupreux hat gesagt, dass mein Bauch schon bald bemerken werde und ich meine Schwangerschaft nicht für immer geheim halten kann. Ich müsse meinen Mut zusammenkratzen, hat er gesagt, auf seine übliche Art. Mut für das, was bevorsteht. Aber er versteht es einfach nicht. Er meint, dass das nur ein dummer Seitensprung war. Er kapiert nicht, dass ich ewige Verdammnis über mich gebracht habe. Na, jetzt im September, ja... Gut. Oder? Hm. Noch ein Tag. Maries Tagebuch. Ich führe ein Tagebuch, genau wie Mama, aber ich habe kein langes Gesicht, wenn ich das aufschreibe. Ich schreibe gerne über meine Gedanken. Na gut. Einschalten? Einschalten. Ja. Perfekt. Eine Zeichnung. Ecke eines künftigen Künstlers. Na. Jo. So, das Haus haben wir erstmal angeschaut hier. The perfect cookie-cutter Catholic family. Most likely attending church every Sunday. Faden anbringen. Wir haben keinen Faden leider. Hätten wir das machen können. Gut, aber wir werden uns in diesem Haus erstmal ausruhen und werden beim nächsten Mal weitermachen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.